Hallo zusammen, ich möchte jetzt heute einfach einmal zu drei Sachen meine Gedanken loswerden. Und zwar zum Thema Tiere, wo ich euch auch ein Video zu verlinken habe vom YouTuber Jonas, dann zu Corona und zu meinem Buch. Also bleibt dran, gleich nach dem Intro kommen wir zum ersten Thema und zwar zu die Tiere. Ja, dann nochmal Hallo zusammen und wie gesagt, ich möchte jetzt da mal meine Gedanken zu Tiere, Corona und mein Buch loswerden. Und jetzt kommen wir gleich einmal zu die Tiere. Ich habe letztens im Radio gehört, dass da Wahlen waren zum Thema Tierschutz. Zum Thema Tierschutz und dass es zu 63% nicht zugestimmt war. Also konnte es nicht durchgesetzt werden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich erstmal aufgeregt habe im Auto. Ne? Weil es ging um die Nutztiere und dass die ja auch Gefühle haben und alles und da wollten halt die Tierschützer auch gucken, dass es denen ja ein bisschen besser geht. Ne? Und ich hätte das sogar für gut befunden, weil auch die Tiere haben Gefühle und alles. Und da wäre es eigentlich schon anbracht gewesen, wenn man ein bisschen die Tiere unterstützt hätte, ein bisschen mehr. Weil was will man bei uns Menschen schon viel machen? Wir machen den Wald so weit kaputt, dass die Orang-Utans aussterben. Das seht ihr in dem Video, wo ich euch verlinke in der Videobeschreibung vom Jonas, von dem YouTuber Jonas. Auf jeden Fall hat der in seinem Video, das was ich ganz interessant fand, bracht, dass wir selber schuld sind, wir Menschen, dass die Orang-Utans aussterben. Orang-Utans sind ja die menschenähnlichen Affen. Und ich finde, Tiere, ob Affen, Katzen, Hunde, Schweine, ja, selbst Schweine sind nicht blöd. Und ich habe bei dem Jonas in die Kommentare geschrieben, 50% aller Affen sind der Meinung, es sind der Ansicht, dass der Mensch nicht von ihnen abstammt. Das habe ich ja mal gehört, also irgendwo aufgeschnappt, ne? Auf jeden Fall hat der ein Video rausgebracht, in dem er gezeigt hat und seine Meinung dazu gesagt hat, dass wir Menschen selber schuld sind, dass die Orang-Utans am Aussterben sind. Was natürlich nicht so schön ist. Und unter anderem hat er gesagt, wir Menschen, wir gehen auf die Affen los, erschießen, knallen die alten Affen ab, Hauptsache man kommt an die jungen Affen hier. Und vielleicht ist ja da was dran, ich kenne mich da natürlich nicht so aus. Aber wenn das so ist, dann finde ich das einfach scheiße. Da denke ich mal, wie grausam ist denn der Mensch eigentlich? Und der Jonas hat auch gesagt, Orang-Utan, das heißt ja eigentlich Waldmensch. Orang ist, glaube ich, Wald, soweit ich mich erinnern kann, und Utan heißt Mensch. Oder andersrum, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Orang-Utan bedeutet Waldmensch. Ne? Und er hat auch gezeigt, was ich auch interessant fand, dass die Orang-Utan genauso ähnliche Finger haben wie mir. Ne? Und auch die Fingernägel sind gleich. Also wenn man die Hand so hebt, dann haben die Orang-Utans auch dieselben Fingernägel. Ne?
Schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare und auch zum nächsten Thema könnt ihr mir gern eure Meinung in die Kommentare schreiben, und zwar Corona. Corona ist ja nach wie vor aktuell, man latscht immer noch mit den Masken rum und hockt im Bus mit den Masken und ja, mal schlimmer, mal besser. Und der Lauterbach ruft ja schon, ja, im Herbst wieder mehr Corona, wieder mehr Gesetze, aber der Christkindlesmarkt kommt, ne? Ist ja logisch eigentlich. Da denk ich mir, der Blärer, der Sommer- und der Herbstblärer waren da. Etzards Oktoberfest, oder wie der Drachenlord sagen würde, Etzardli, ne? Das Oktoberfest, die Lechhauser Kürweihwahl, was weiß ich, was noch alles war, ne? Und warum sollte man da dann nicht den Christkindlesmarkt auch machen? Und die wollen das ja so, wie es früher mal war auf dem Rathausplatz, was ich ganz toll finde, weil dann kann ich wieder meinen Engelespunsch trinken, ne? Und was ich auch probieren möchte, wenn das wirklich so ist, dass der Christkindlesmarkt wieder kommt, was ich probieren möchte, das, was ich bloß vor Jahren nochmal mir nicht traut habe, aber was ich jetzt endlich einmal probieren möchte, das ist die Feuerzangenbowle. Aber das ist dann bloß reine Neugierde. Normal trinke ich ja außer Freitag mein leichtes Weizen und am Montag in Test am Montag keinen Alkohol. Und selbst in Test am Montag versuche ich halt, dem Alkohol auszuweichen. Aber man findet halt hin und wieder mal ein Bier, das man gern testen möchte. Für den nächsten Montag habe ich auf jeden Fall kein Bier geplant, sondern was anderes. Aber das seht ihr dann. Auf jeden Fall, wenn der Christkindlesmarkt kommt, dann probiere ich natürlich die Feuerzangenbowle, weil es mich einfach einmal interessiert. Ich habe so viel drüber gehört, dass das so gut sei und bla bla bla. Deswegen würde ich es dann auch mal selber probieren. Ne? Und ich werde natürlich dann auch wieder Riegeltime Spezial machen, dass ich wieder mal das Engerle-Spiel abfilme, weil es durch Michele war schon, da bin ich zu spät dran. Aber können wir ja nächstes Jahr machen, wenn es kommt. Und ja, würde mich freuen, wenn der Christkindlesmarkt kommt. Wenn ein paar von euch in Augsburg wohnen, dann kann es sein, dass wir uns vielleicht begegnen auf dem Christkindlesmarkt. Dann kommen wir zum dritten, wo ich mir Gedanken mache, schon seit längerem. Ich hänge bloß momentan und der Drucker, ne, hier, der Drucker, jetzt erwische ich nicht, auf jeden Fall da, wo das T-Shirt drüber ist. Der druckt mir bloß einseitig, da muss ich mit meinem Opa nochmal drüber reden, ob wir das nicht hinkriegen, dass wir da beidseitig drucken. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich schreibe an einem Buch, das heißt Tödliches Ende. Und da hänge ich eben gerade. Und der Drucker druckt nicht. Ich habe schon einige Kapitel fertig, wo eigentlich zum Drucken wären. Zum Beispiel das hier ist 11. Das wäre dann gleich einmal das erste, wo ich ausdruck. Und am Sonntag gibt's ja dann das zweite Kapitel. Das mal nehme ich mit in Zürner Braut, dass ich es auch wirklich vorlesen kann. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ich das Buch irgendwann einmal zu Ende kriege. Ich schreibe jetzt mittlerweile schon am 15. Kapitel. Und mal gucken. So viel mir einfällt, schreibe ich natürlich. Und ich schreibe es ja dann nochmal ab. Und vielleicht bessere ich dann sogar noch ein bisschen was aus. Aber meine Gedanken sind halt am Ende, wenn ich dann den Verlag suchen möchte, ob ich da auch einen finde. Da ist halt auch so ein Gedanke dabei. Ansonsten war's das.
Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ich probiere übrigens gerade eine neue Kamera aus, die ich mir in Google Play Store runtergeladen habe. Mal gucken, vielleicht hat die sogar bessere Qualität. Also wenn ich jetzt so reingucke während dem Drehen, schaut das schon vielversprechend aus. Ihr könnt mir zu die ersten zwei Themen gern die Meinungen in die Kommentare schreiben und vielleicht schreibe ich bei dem einen oder anderen mit. Meine Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Ein Bass-Design steht in der Videobeschreibung. Zum Basti habe ich übrigens seit mein Handy im Arsch ist keinen Kontakt. Ne? Ich habe ihn auch auf so einem Sommerfest oder was das war letztens nicht gesehen. Und somit konnte ich ihn auch leider nicht ansprechen. Wahrscheinlich war er bei seinem Freund, hat sie Urlaub genommen. Was weiß ich. Wo man mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Dienstag. Habe die Ehre, wir sehen uns.